Red Dead 2 Roleplay auf Loony Loops. Laut OBS durfte ich das nicht in den Titel mit aufnehmen, weil er damit gegen die Twitch-Richtlinien verstoßen könnte, angeblich. Naja, das ist Folge 0. Wir erstellen nur einmal den Jimbo, den Jim James Crawford. Ich werde ihn in Strawberry basieren und ja, damit ich nach der Arbeit schon direkt loszocken kann und ordentlich streamen kann quasi. User joined your channel. Machen wir das jetzt an der Stelle schon. So, Charakter erstellen. Mute dich einmal, man hört dich. Oh, sorry. User left your Ja. channel. Microphone muted. User joined your channel. Das ist ja interessant, wieso hört man mich? Sie sprechen, während Mikrofon stumm geschaltet ist. Okay. So, ja, erstellen. Genau, wie gesagt, James Crawford. James Crawford. Männlich. So. Strawberry. Ah, Sie haben schon Licht an die Charaktererstellungsspots gemacht. Das ist ein Fortschritt. So. User left your channel. 104. User joined your channel. User left your channel. User left your Okay, channel. das war ein Bug, der gestern schon im Stream gezeigt wurde. Wenn man auf die Haare, also wenn man mit den Haaren fertig ist und den User Bart left your ändern channel. möchte, dann soll man einmal die Hautfarbe ändern. Und dann erscheint der Bart leider wieder. A und D ist zum Zoomen, das ist gut. Dann zoomen wir auch mal ordentlich rein. So, einmal die Nahaufnahme. Ah, kann ich mit Pfeiltasten irgendwas tun? Nee, okay. User joined your channel. Ah, ich nehme eigentlich nur ganz simples Haar. Hätte schon gerne was Traditionelles. User joined your channel. 242, so ein bisschen lockig. User joined your channel. Jetzt wird es immer mehr nach Richtung Afro. Da war die Glatze, oder? Naja, aber. User left your channel.
Okay, übelster Afro. Ah, so Cornrows sind natürlich auch fein. Also die 371 oder war das irgendwo in den 200ern, ne? Eins, ja, oder der kürzeste Lockenschnitt halt. So. Also 247 oder 371. User joined your channel. User left your channel. Zwei, vier, sieben oder 371. Ich denke, 247 ist ein 371. Ja, machen wir die vielleicht später mal. Fangen jetzt an mit 247. Perfekt. Wenn man es actually slidet, hat man. Oh, schade. Ich dachte, dann kommt er wieder, aber tut er nicht. So. Na. Okay, der bleibt nur, wenn man wirklich slidet. Dann gibt es hier keine einzelnen Klicker-Dingers. Ich denke, so Koteletten. Oh, oder so ein kleines Mini-Bärtchen. Das ist halt so die 225-Kante. Oder halt Koteletten. Oh, das ist natürlich der übelste Holzfäller Bart. Also der Jimbo, der soll schon so in die Richtung Holzfäller gehen. 157 gefällt mir ganz gut. 157. Aber da halt hier so übelst harte, sehr lange Koteletten. User left your channel. 157. User left your channel. Ist das die richtige Farbe? Zwei, vier, sieben, eins, fünf, sieben. User left your channel. Das sieht schon richtig aus. Das ist, glaube ich, schwarz. Ich probiere jetzt noch die
156 einmal. Ne. 157. Ne. Ne, dann ist es 157, dann bleiben wir auch dabei. Also noch. Eins, fünf, come on. Sieben. So. Alright. Durchschnitt, Größe ein bisschen mehr. Dann Gesicht. So. Die 30 könnte man mitarbeiten. Oh, die 42, die hat was. Ja, 42 ist schon mal gut im Rennen. Gefällt mir auch. Was hatten wir? 30, 42 und 100. Hm. 42 oder 100. Also eher so. User left your channel. Oder eher so. 100. Zweiundvierzig. Ist halt ein bisschen weicher. Ich glaube, die 100 ist insgesamt so ein bisschen kantiger. Ich nehme die 100. So, Breite, was heißt Breite? Achso, insgesamt Schädelbreite. Ja. Schon ein bisschen markant. User left your channel. So, 20. Wieder 42. Das ist immerhin die Antwort auf alles. Ja. Ja, mal lassen wir mal so ein bisschen. So, Augenbrauen Höhe, Breite, Tiefe. Muss gestehen, ich sehe sie gar nicht. Ach so, okay, das ist erstmal
So ist ein bisschen noch finstererer Blick. Und so wird der Blick etwas freundlicher, alles in allem. Ja. Oh, so 15. So, Breite macht was? Den Abstand ein bisschen. So, Standard. Tiefe. Das heißt Tiefe. Geht dann die Stirn so ein bisschen. Okay. Nur noch ein bisschen mehr Rundung in den Schädel rein. So. Ein bisschen too much. Ich weiß nicht. Standard. So, höchstens 15 auch. Gut, Ohren. User left your channel. Weite. Ah, das sind die Segelohren. Oder so ein bisschen angeklappt, oder was? Channel switched. User joined your channel. Oh oh, tut sich nichts mehr. Das ist schlecht. Warte mal, braun 15, 20, 15 sehe ich noch. Haare, oh scheiße. 157 war das und Face 100. User enter left your channel. 157 war der Bart und ich glaube 247 Haare, ne? User left your channel. User entered your channel. Da tut sich nichts. Es tut sich einfach nichts mehr. User entered your channel. Ach, belastend. User left your channel. User disconnected from your channel. Ne, tut sich nichts mehr. Mit F4. No. Yes, no. Are you sure you want to quit? Ja. Ich kann aber auch die Tasten gar nicht bedienen an der Stelle. Was ist ja richtig belastend. Ah, Task beenden. Ach ja. Also wie auch schon bei 5M-Zeiten im Charaktereditor immer fleißig mitschreiben. User
User left your channel. User joined your channel. Channel switched. So. User joined your channel. Löschen. Ja. User joined your channel. Neuen Charakter, let's go. James Crawford. Männlich. Bestätigen. Strawberry. Bestätigen. User left your channel. Ja, 247 und gut, die Haare kann ich, die muss ich nicht sliden. Bart war 157. 157 aussehen. 157 und 247. So. Hautfarbe nochmal Haare. Ich glaube, das war so. Das ist gut. Aussehen, Körperdurchschnitt, ja, Durchschnitt, Größe 105, Gesicht war die 100, User left your channel. Genau, Breite ein bisschen mehr. So. User joined your channel. Dann 15, 20, 15. An der Stelle ist es mir ja abgekackt. Ich schreibe noch Breite 42 auf. User left your channel. So, 1. Ich sehe ehrlich gesagt nicht so ganz, was sich hier tut. -3, 3 Ausrichtung ist irgendwie gefühlt das gleiche. Also so werden Segelohren. Das haben wir mal 10. Länge. Schon tendenziell eher klein. User left your channel. Minuswuffig. Und da
Das ist unten die von dem Ohrläppchen. Mehr Zoom geht nicht. Also man kann das schon sehr detailliert machen, allein auch mit der Zoom-Stufe. So, die 30 mal lassen. Das sind schon sehr kleine Ohren, muss ich sagen. Minus 30. Ja, das sieht ein bisschen menschlicher aus. Minus 30. So da oben. Gut. User joined your channel. Wangenknochen. User joined your channel. User joined your channel. Ja, was macht das? Ein bisschen Verschiebung. Ja. Wangen. Minus 3,2. 4,2. Tiefe. User joined your channel. User joined your channel. Ehrlich gesagt sehe ich nicht, was das macht. Okay. Nochmal 15. Jo, ay carajo. Dann Kiefer. Bleib mit der Hand aus dem Gesicht, Dude. Ah, das ist sowieso vom Bart bedeckt, da sieht man nicht viel. Ja, 20, 25, 10. So, dahin geraten. 20, 25, 10. So. Alter, geht ja mal weiter hier. Kinn. So geht's nach oben, so geht's noch ein bisschen nach unten. Okay. Ja, ich finde, das konnte an der Stelle aber natürlich bleiben. 0. So. Breite. Ja. Geh doch mit der Hand da weg. Null, 42. Ja. Tiefe macht was? Okay. Steht es noch ein bisschen vor. Oder halt nicht. Ah, so, doch. Oh, Runde 40. Obwohl. 25. Ja, 25 klingt gut.
Okay. Boah, ey, das hört und hört nicht auf. User joined your channel. Augenlider. Nee, ist das von der Seite was? Ehrlich gesagt, I don't know. Ich sehe nicht, was sich da tut. Gut, im Zweifel lassen wir es bei 0. Augentiefe. Huch. Okay, also das ist, ob die so ein bisschen rausglupschen, ja? Ja. Okay, ja, 5 Ausrichtung. Okay. Weiß nicht. Also wenn dann natürlich in den Minusbereichen. Ja, machen wir mal minus 25. User joined your channel. Augen. 5 minus 25. Abstand. Lassen wir, wie er ist. 0. Und Höhe. Achso, uff. Naja, lassen wir auch eigentlich, oder? Naja, lassen wir mal bei 0. Wir wollen hier nichts wicked machen. Eieieiei. So, Natze. Breit. Uff. Sowieso schon so breit. Bin eigentlich ganz zufrieden mit. Na so, minus 20. Minus 3,3. Bisschen stupsiger, minus 70. Ausrichtung. Ausrichtung ist dann wahrscheinlich. Ui. Okay. Das ist tatsächlich der Nasenbogen. Da ist mal wieder 42 die Wahrheit.
Strömung. Achso, das ist jetzt links, rechts, ja? Ja, das ist, ja, okay, das sieht aus wie eine gebrochene Nase, das lassen wir mal bleiben. Nasenlochabstand. Tendenziell schon im Minusbereich, damit die insgesamt kleiner wird. Ja, oh, minus 50. Das ist ganz solide. Minus 50. So. Alter, was kommt denn da noch alles? Oh, okay, da. Beim Mund ist Schluss. Und das war erst die Seite aussehen. Und Haare, da kommt noch Details. Mouth length. Okay. So. So, ich habe fast keinen Platz mehr auf meinem Papierchen hier. Das ist belastend. Mund. Was haben wir da? 20. Oh, Tiefe. Und dann kommen die ein bisschen vor. Ja. Okay. 40. Dann Position up, down. Ja, es ist mit down ist gar keine schlechte Geschichte. User left your channel. Ja. Minus 15. Ja. Ich komme heute ein bisschen später zur Arbeit. Ist aber nicht schlimm. Left, right, das fassen wir nicht an. Oberlippenhöhe. Boah, die werden immer wulstiger. Nice, nice, nice. So muss ein schwarzer Mann aussehen. 45. Ich mag das, ich mag ja dieses extrem vollen Münder. Breite, Oberlippe, oh, geh doch weg mit der Hand. Ja. 25. So, die Unterlippe muss doch natürlich zu passen. Tiefe auch wieder 40. Ich könnte ihm jetzt sogar einen Unterbiss geben. Ich habe echt die Power. Höhe hatten wir 45. Ich nehme einfach für Ober- und Unterlippe erstmal die gleichen Werte. Hier 25. Und Tiefe dann 40. User joined your channel. User joined your channel. So. Sieht doch soweit so nice aus. Noch blaue Augen, das muss ich noch ändern. Ach, die sind alle so. Die haben alle einen Blaustich. Aber okay. Nee, das ist braun eigentlich. Angeblich ist das braun. Sieht für mich sehr blau aus, das Braun. Hm. Und grün? Nee. Ich lasse es mal auf braun. Aber wieso sollte es auf magische Weise braun werden? Das sind alles Blautöne. Nehme ich. Na, wobei.
Dann lasse ich sie blau. So, was haben wir hier noch? Details. Eyebrow Type. Tut sich gar nichts. Visibility 100. Oi. Oi. Okay. Doch, lassen wir mal diesen Typ 9. So, Color. Zehn. Main Color. Hä? Was tut sich da? Ach so. Krass, sogar mit Schattierung und allem, ey. Eieiei. 20 Sekundärfarbe, zweite, dritte Farbe. Ja, nee, ist klar, Freunde. Irgendwie bei Sekundärfarbe sehe ich gar nicht, was sich da tut. Scherz hier. Nö. Macht keinen Unterschied mehr. So, Scars. 1, 2, 3. So, Kleine bei 11. User joined your channel. Das war das 14, ne? 14 oder 11? Ja, 14. Obwohl... Ah, doch, das ist schon ganz nice. So, Wrinkles will ich nicht. Freckles, ja. Uff. Aber halt direkt übertrieben. Die 3. User joined your channel. Das ist ganz nice. Was sind Moles? Was ist das? Ach, Leberflecken. Was sind Peas? User joined your channel. Was ist das? Ach, das ist das, was sonst immer im normalen Red Dead, glaube ich, Hautverunreinigung heißt. Oder Rötungen. Das lassen wir mal weg. So, Eyeliner lassen wir natürlich auch weg. Shadows. Ach du Scheiße. Nee. User left your channel. Lipstick, Blush. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir's. Reset View. Ja, nicer Dude. Nice, immer. Ja. Safe. Bist du dir sicher, dass du so aussehen willst? Ja, klar. Closing. So, Gloves. Huch. User joined your channel. User joined. Ach, da kann ich jetzt nicht mehr rumdrehen und so. Okay. Gloves. Also Gloves brauche ich auf jeden Fall. So Arbeiterhandschuhe. User left your channel.
User left your channel. So. Suspender. Ach du je. So. So, Hosenträger haben sie genug zur Auswahl. User left your channel. Hats. Voll der Kau voll der Pirat. Oi, oi, baby. Er muss einen Westernhut haben. Wenn dann richtig. Schon was Feines hier. User joined your channel. Schon was Feines. User joined your channel. Ah, ein bisschen geklappt. User joined your channel. Ist ja nicht so, dass Red Dead ganz wenig Hüter hat. 500 an der Zahl. Eieiei. Boah. So in Braun. Lass mal so. Was sind denn Spats? Was ist das? Ja, irgendwas da unten. User left your channel. Aspects sind die Stiefel an sich schon, okay. Boah. Upper, Middle, Lower, so. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. Jetzt haben wir so weiß. Eyewear eigentlich gar nicht. Necktie. Gottes Willen. Ich will doch nicht zum Vorstellungsgespräch. So. Pants. User joined your channel. Gute alte Blue Jeans, oder? 61. User left your channel. Ja, schon mit Löchlein und so, das gefällt mir ganz gut. Coats, Satchel, Gauntlet, Boot Accessoire. Ja, keine Ahnung. Das sind wahrscheinlich die Sporen, aber sehen tut man sie nicht wirklich. Ich sehe nichts bei Boot Accessoire. Zumal der noch gar keine Boots an sich hat. Neckwear.
User left your channel. User joined your channel. Ah, ich bin Zorro. Nee, ich schon gerne was, was zum Hut passt. So? Ja. Holster, Left, Poncho. Was an den Gunbelt dazu? So. User joined your channel. So. Poncho, Coach, Belt Buckle. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. User left your channel. Das sind die 91, sind das die Kanadier? Ein Ahornblatt, wie gut. Messer und Gabel finde ich aber auch süß. So. Oha, fancy. Am Ende wird es ja richtig fancy. Weiß ich nicht. Ein Viereck? User joined your channel. Ich lass mal den Vogel. Jewelry. Shirts, ja. Das soll schon Arbeiter ausdrücken. Die gute Arbeiterklasse. Joined your channel. Ja, schon so ein klassisches Holzfällerhemd auch tatsächlich. Oha. Das ist natürlich das Holzfällerhemd schlechthin. Das ist das Holzfällerhemd. So, Cloaks, Westen. Westen, Westen, Westen. Westen, Westen, Westen. User disconnected from your channel. Du, du, du. User joined your channel. User joined your channel. So.
1, 2, 6. Ja, so eine Weste mit so Taschen. Warum eigentlich nicht? Frage ist nur. Ja. Passt eigentlich ganz gut. So. Gut. Ich will doch andere Handschuhe. Das sind ganz gute Holzfällerhandschuhe. Gut. User joined your channel. Gut. So. Nehmen wir ganz simpel, oder? So. Dann jetzt kann ich mal nach den Boot-Details gucken. Boot-Accessoire. Ja, das sind Sporen. I thought so. Nice. Sehr nice. Okay. Was sind Chaps? Was ist das? Achso. Nee. Ja, dann. Ich weiß nicht, ob ich mit den Handschuhen ganz zufrieden bin. So. Ja. So, diese Spats sind irgendwelche extra Knieschoner, die, oh oh, noch 2 Minuten, um Save zu drücken. Mal das Rotelement da unten. Ja. Gut. Dann. Holz 1. Safe. So, da sind wir. Da sind wir. Okay. User left your channel. Sehr schön. Good game. User left your channel. Yes. Gut. Ja, quit. Okay. Dann würde ich sagen, ich mache mich auf zur Arbeit und nachher können wir dann in Ruhe loszocken. Dann können wir nachher in Ruhe loszocken. Ich freue mich drauf. Und ja, bis dahin.